Herzlich willkommen, ich befreie euch alle von Bayern. Ich bin zurück und sorge für ein bisschen hochdeutsche Elemente in diesem Podcast. Und die anderen zwei sind auch da. Willkommen! Genau, ihr merkt schon, Hansi ist wirklich zurückgeblieben. So, dann nimmst du auf. Nee, war keine Anmoderation. Ja. Gut, also. Ich wusste gar nicht, dass Franzosen so Hochdeutsch reden. Das ist brutal. Es ist unglaublich. Wir müssen echt mal mit diesem Bundesland-Bashing aufhören. Das ist echt uncool. Das stimmt, aber Bayern ist scheiße. Ja. Ich schreibe auch täglich Posts über Bayern. Ich würde dir gern widersprechen, aber was gerade momentan hier abgeht. Wir sind sogar brauner als Scheiße mittlerweile, also von dem her. Tja, ist ja doch das Bundesland, wo die Stadt Braunau am nächsten ist. Also von daher, macht euch Gedanken. Okay. Und hallo Ramona, falls deine Zeit... Kein Anschluss unter diesem Skype-Account. Mhm. Bin ich lang ausgestiegen bei dem Thema. Bitte zurück zum Thema, also... Also wieder begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Okay, was war uns das Thema? Wir hatten kein Thema. Ach ja, diese Organisation. Weltklasse. Ich bin zu nüchtern dafür. Ja, dann nüchtern, dann komm, hau mal direkt hier deine Begeisterung über dein Thema raus, Hansi. Meine Begeisterung, warte. Da muss ich erst was holen. Vorbereitung ist alles. Okay. Er kann gar nichts. Nein, das macht uns alles kaputt. Und zwar... in UK versuchen die Leute, beziehungsweise haben wahrscheinlich schon die Leute, je nachdem wann der Podcast hochkommt, versuchen die Leute American Idiot auf Platz 1 zu bekommen. Also ein Klassiker, extra zu Ehren von Donald Trump, finde ich gut. Dafür erstmal ein herzliches, ich stoße mit mir selbst an, weil keiner da ist. Prost. Na hier, zum Wohl. Ah, warte noch einmal, weil es zu leise war. Ein schönes Guinness. Mhm. So. Gut, wir haben ja erst 12 Uhr, also früh shoppen geht schon. Naja, nee, wir nehmen ja immer hier um 8 Uhr morgens auf, nicht um 12 Uhr. Wir sind auch immer früh dran. Für alle, die nicht wissen, was Frühshoppen ist, das heißt, in unmenschlichen Zeiten Alkohol genießen. Ich könnte jetzt eine Geschichte sagen, dass man um 6 Uhr morgens schon mal an der Bäckerei war und da Bier getrunken hat, aber ich lasse es mal sein. Ja, mein Gott, da kommen ja meistens... von der Party heim, das ist ja voll okay. Also 6 Uhr morgens. 6, 7 Uhr. Da geht man vielleicht ins Bett, aber mehr auch nicht. Es ist voll okay, dass man dann noch ein Bier trinkt. Naja. Wenn ja, alles drumherum hell werden, die Leute anfangen zu arbeiten und man selber sitzt da und bapp. Gut, ich nicht, ich trinke ja nicht, aber die drumherum. Ja, ich fand's sehr lustig. Genau. Du trinkst ja nicht. Genau. Ich trinke tatsächlich nicht. Und ich bin Kathole. Ah, kannst du aber auch hier, wie heißt denn, Eddie von A Date with Mary mal fragen, mit dem habe ich mal über das Thema sogar geredet gehabt. Der ist ja auch jemand, der zum Beispiel nichts trinkt. Ich bin auch Kathole, das stimmt auch, also von dem passt das schon. Was du alles bist, das wollen wir jetzt in diesem Podcast nicht anfangen. Also los, leg mal, jetzt machen wir mal irgendwie was Gescheites. Ja, also der, also das hier, produktiv. Als, das wird nichts, aber scheißegal. Ja, gut, also der Don kommt nach UK und die UK-Leute haben Bock, American Idiot wieder zu hören. Das ist eine gute Sache und es ist doch ein schöner Protest und wenn es über die Musik geht, die wir gut finden, finde ich das auch gut. Und sowieso, der Don, ne? Ja. Das ist ein Europabesuch, nicht, dass er uns noch übernehmen will. Nö. Okay. Was allgemein, es ist doch eigentlich mal ein schönes Symbol, statt einfach nur auf, sag ich mal, zu demonstrieren, ne, Hansi? Ja, es ist halt auch irgendwo eine Nachmache, weil man hat es ja auch damals mit, als die Pegida-Bewegungen hier in Deutschland so groß waren, die jetzt nicht kleiner wurden, aber halt nicht mehr so berichtet wird, waren ja auch die Ärzte auf Platz 1, also mit Schrei nach Liebe. Ich hätte da bessere Lieder gefunden, aber man darf ja das gemeine Volk nicht überfordern. Das ist doch das Schöne eigentlich an der Sache, dass du dann halt auch mal Leute siehst, die sich bekennen.
Zu der Zeit von Pegida, wenn ich mich noch retten sinne, war zum Beispiel auch der Bundesvision Song Contest, in dem Bundesländer gegeneinander antreten. Ha, das kenne ich irgendwoher. Und da haben doch die Donuts auch, als sie ihren Live-Auftritt gehabt haben, so eine kurze Pause gemacht und haben dann gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Sache, dass das mit Pegida dies und jenes, die Leute sind dumm, bliblablu. Und haben gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Weil das war ihr Lied auch, ich mache da nicht mehr mit. Sprich, Bands bekennen sich auch mal öffentlich zu so einer Meinung und wollen was tun, statt nur Geld abzuziehen. Das ist ja nicht überraschend. Bei den Donuts ist es ja nicht überraschend. Bei solchen Bands ist es eigentlich nicht überraschend, dass sie das machen. Das machen sie auch so. Ob sie das im Fernsehen machen, das ist halt eine andere Sache, weil da haben sie ein bisschen mehr Reichweite, aber an sich. Ist ja nur mal ein Beispiel jetzt gewesen. Ich finde einfach die Ärzte da ein bisschen. Ich waren einfach da die Ärzte ein bisschen schwachsinnig gewählt, weil es gab, wie gesagt, bessere Songs und auch authentischere Bands, die dann sowas rüberbringen und auch rübergebracht haben. Bei Green Day, American Idiot, passt einfach der Name und der Text einfach gut. Da kann man gar nicht sagen, dass es da bessere Songs gibt, obwohl ich sagen muss, Green Day ist für mich jetzt auch keine authentische Band mehr. Ja. Dass man sagen kann, das würde es unterschreiben. Ich finde es einfach nur schade, dass dann die Band nicht sagt, hey, wir bieten unseren Song wirklich für low an. Also wenn man, die bekommen ja mit, dass solche Aktionen gestartet werden. Das ist ja auch bei uns schon in der Tagesschau durchgedrungen und die bekommen das ja auch mit. So ist es ja nicht. Vor allem, weil die Verkäufe einfach dann noch steigen. Das merken die ja erstens im Geldbeutel, zweitens auch an anderen Dingen. Also durch Social Media etc. Und ja, finde ich es einfach schade, dass dann solche Bands, vor allem in der Punk-Szene, einfach nicht sagen, hey, cool, dass ihr das macht. Wir schreiben jetzt mal den Preis für den Song runter. Naja, also gut. Weil das Geld haben sie. Du kannst mir nicht erzählen, dass Green Day dafür nicht die Kohle hätte, das mal durchgehen zu lassen. Und dann finde ich sowas einfach nicht mehr authentisch, leider. Du musst mal so sehen, was sollen sie denn sonst? Wie viel kostet der Song zurzeit? Ich glaube 99 Cent, ich schaue nochmal kurz nach, okay. Aber eigentlich glaube ich 99 Cent. Also ich weiß noch, das letzte Mal als du was geglaubt hast, hast du gemeint, Pussy Riot kommt kostenlos nach Deutschland und dann habe ich, stehe ja danach. Gab Tatsache von Pussy Riot kostenlose Konzerte, das darf man mal nicht ausschlagen. Mittlerweile ist es halt auch ein Unternehmen, mittlerweile auch nicht mehr authentisch, das stimmt schon. Ich nehme auch hier gerne meine Aussagen zurück, die ich damals getroffen habe, aber das basierte ja auf einer wahren Tatsache, die es ja mal gegeben hat. Jetzt schaue ich einfach gerade nur nochmal nach, wie viel der Song American Idiot kostet. Früher war alles besser. Bin, aber 99 Cent ist eigentlich der Durchschnittspreis. Du wirst jetzt auch nichts finden, wo sie sagen, wir bieten kostenlos an, das hättest du schon gehört. Auf jeden Fall, lass mich mal noch eine Brücke schlagen. Ich finde halt, es ist ja klar, dass American Idiot geholt wird, weil das wahrscheinlich der bekannteste Song von den ganzen ist. Das gleiche hat auch bei den Ärzten, Schrei nach Liebe, stattgefunden. Ich würde mir jetzt warte, Hansi, du redest mir gern rein, ich weiß, aber lass mich bitte auch mal zu Ende reden. Ich finde zum Beispiel North X, Franco Un-American, zwar passender gewesen und irgendwie auch cooler, aber der ist halt nicht so bekannt gewesen. So, dann red. Ja, aber zum Beispiel bei... Du kannst bei den Ärzten zum Beispiel sagen, hier gibt es halt zwei, bei den Ärzten kannst du sagen, hier gibt es zwei riesengroße Punkbands. Die einen sind noch authentisch, die einen halb authentisch, beziehungsweise gar nicht mehr authentisch. Und zwar die Hosen, finde ich dann noch am authentischsten, die machen immer noch was gegen rechts, etc. Da kann man sagen, hey, da wäre zum Beispiel Sascha ein sehr bekannter Song oder Willkommen in Deutschland oder sowas. Wesentlich besser gewesen. Schrei nach Liebe ist so ein guter Song dafür. Allerdings finde ich den jetzt nie. Ich finde einfach, da gibt es bessere. Von einer anderen sehr bekannten Band gegeben, die immer noch sehr aktiv ist und nicht die Leute Solo-Künste machen. Und ich finde gerade den Song von American Idiot nicht in der Preisliste. Aber dann eine andere Frage. Und, hier bei American Idiot ist halt was anderes. Da hast du schon recht. Bei den, du sagst, die eine Band ist authentisch, die andere nur noch halb. Wieso sind die Ärzte für dich nur halb authentisch in der Hinsicht? Die Ärzte hatten ja zum Beispiel, ich mache es einfach mal das Zensurbeispiel. Die Ärzte hatten zum Beispiel früher sehr viele Zensurprobleme. Zum Beispiel mit Geschwisterliebe etc. Jetzt ging es dann gab es eine Debatte, dass gewisse Rapper
Namen möchte ich nicht nennen, da auch sehr halt mit ihren Worten, mit ihrem Jargon sehr kritisch sind, sehr, ja, beleidigend sind gegenüber Randgruppen etc. Und die ersten, die da das Maul aufgerissen haben, waren da die Ärzte. Wohl jemand, der selbst ja Probleme mit Zensur hat oder hatte, finde ich, sollte dann da keine Urteile machen. Naja gut, also ich finde die Ärzte schon noch authentisch, vor allem du redest halt auch von Hosen, von alten Songs, wo es, die da vielleicht besser geeignet wären. Die aktuellen Songs sind ja auch nicht so hochpolitisch. Aber was ich jetzt sagen wollte zu den Ärzten, da kannst du es nicht so verallgemeinern, finde ich, weil zum Beispiel ein BLAB war zum Beispiel auch für die Partei im, Parteikampf, nicht, nee, Wahlkampf. Also die der setzt sich ja zum Beispiel dann doch schon für eine Richtung ein, um was durchzusetzen, auch wenn es die Partei ist, natürlich Karnevalspartei, blablabla, aber es wird halt was versucht. Mir ist egal, wer im Bundestag hockt, die Partei. Ja, aber weißt du, da ist ja halt wirklich nachzuweisen, ja, dass da von Ärzten Aktivitäten stattfinden. Ja, während die Hosen sich dann teilweise hier auf Pegida-Demonstrationen gerade das Konzerte spielen, eine Willkommen in Deutschland, Orchester, Live-Aufnahme machen, weiterhin auf dem neuen Album, auch durchaus sehr, sehr kritische Songs sind. Hasta la Muerte ist bestes Beispiel oder Keine Macht für niemanden. Man darf nicht entscheiden, also auf einem Album von den Hosen sind immer so zwei, drei radio-taugliche Songs, finde ich auch voll okay. Aber der Rest sind trotzdem noch deutliche Aussagen und auch die bringen sie auch live immer noch rüber. Das kann ich jetzt bei anderen Musikern einfach nicht sehen. Zum Beispiel den Ärzten, die sie einfach live auch nicht mehr rüberbringen, außer halt Schrei nach Liebe und was anderes. Sagen wir ehrlich, kennst du einen anderen Song, der sich so deutlich mit dem Thema befasst, außer Schrei nach Liebe? Von den Ärzten? Wir haben ja mal doch festgestellt, dass du doch deutlich mehr sich in der deutschen Szene auskennst. Und ich höre allgemein sehr wenig Ärzte, deswegen ich bin da der Falsche, den du ansprichst. Ja, nein, ich meine nur, also klar, Punk authentisch, das ist nicht immer politisch, sondern auch einfach, wie man lebt. Und also vielleicht kennst Ramona ja was. Authentizität ist ja auch eine andere. Also, authentisch ist ja immer ein großes Wort, aber was ich damit sagen will, ist einfach, wenn man jetzt einmal schaut, bei American Idiot zum Beispiel, da passt schon einfach der Titel an sich und ja, es gibt ja 100 bessere Beispiele von Anti-Flag wird es auch viel, viel bessere Songs dafür geben, aber ich finde es einfach dann schade, dass solche Bands, die wirklich dann auch wirklich gut davon leben können, man kann nicht sagen, dass Green Day da nicht wirklich leben kann, dass die einfach dann leider nicht nachgeben. Also wenigstens nicht mal vom Preis runtergehen oder so. Man hat nichts gehört in dem Sinne. Ich glaube, bei den Ärzten, ich bin mir nicht sicher. Ich müsste es lügen. Ich glaube, die sind sogar vom Preis runtergegangen. Aber ich müsste es lügen. Aber ich gebe mal noch die Frage, die du eben gestellt hast, einfach mal ins Ramona weiter. Kennst du irgendwas von Ärzten, wo du sagst, dass politisch ist? Oder allgemein vielleicht in Deutschland irgendwas, was politisch ist? Oder was ist deine Meinung zu dem ganzen Scheiß, den wir gerade bequatschen? Also ich muss jetzt ganz klar sagen, ich bin kein Fan von Bands, die sich politisch äußern. Deswegen kann ich zu dem Thema generell überhaupt nichts sagen. Ich bin auch der Meinung, wenn sich eine Band politisch äußert, dann ist das eine Band, die ich nicht mehr hören werde. Weil Green Day ist jetzt was anderes, weil die waren immer schon politisch in dem Sinne. 1,29, Entschuldigung. 1,29 kostet der Song. Okay. Ja. Ja, also Green Day ist eine Band, die war schon immer politisch. Ja, das ist doch so schwierig. Also quasi die, wo jetzt die ganze Zeit nichts gemacht haben und dann von einem Song einfach mal raushauen auf politisch, das dann, die höre ich dann nicht mehr. Oder? Na, generell so Three Doors Down zum Beispiel, die haben damals für irgendwelche Präsidentenkandidaten ein Konzert gegeben. Seitdem habe ich die Band nicht mehr gehört. Und ich kann jetzt zum Thema deutsche Bands generell nichts sagen und zu anderen Bands auch nichts, weil ich bin ein relativ unpolitischer Mensch. Und ich finde, eine Band sollte sich auch nicht politisch äußern. Das ist meine Meinung. Meinst du, sie sollte sich nicht politisch äußern, wenn der Grundstil, also wenn es vom Grundstil abweicht oder wenn die Band oder generell? Also wenn einfach die generell Band politisch ist, dann ist sie ja schon politisch, aber.
ja, wenn es politisch ist, wie zum Beispiel im Punk, ist ja meistens politisch, da ist dann klar, dass das politisch sein wird, die ganze Band, und dass politische Aussagen getätigt werden. Aber wenn jetzt eine Band anfangs nicht politisch war und auch überhaupt nicht politisch ausgelegt war, dann plötzlich irgend so eine Aussage raushaut, finde ich dann grenzwertig. Ja gut, da hast du voll und ganz recht, da stimme ich dir zu. Weil, ich finde da zum Beispiel Rise Against am authentischsten einfach, und die können auch sowas machen. Aber mir wird jetzt auch kein Beispiel einfallen von, also das mit Freedance Down wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass sie da mal so ein Stand-Konzert gegeben haben. Krass. Ich weiß jetzt gar nicht für wen, und habe ich auch nicht näher verfolgt, weil es mir einfach nicht interessiert hat. Ist aber definitiv ein No-Go, also bin ich auch. Ja gut, politische Meinung, das ist halt, die Donuts noch zum Beispiel auch, die immer schon politisch waren, die sagen halt politisch was. Aber gut, Feed Us Down, gut. Ja, die machen, haben die auch ein Lied irgendwie dazu gemacht oder haben sie nur einmal ein Konzert gegeben? Ich glaube, es war nur ein Konzert und ja, keine Ahnung, wie es genau war, ja. Also ich bin generell der Meinung, eine Band sollte nicht politisch sein und die Fans dann beeinflussen in dem Sinne. Ja, muss man gucken mal. Ja. Es ist. Das stimmt schon. Stimmt schon. Ja, gut, man kann sich auch die Meinung ja ändern. Wie gesagt, wie soll ich denn das gut unterbrechen? Weil, wenn man jetzt mal so die. Also, ich nehme mal wieder den Vergleich. Also, es sind einfach hier die bekanntesten deutschen Bands: Ärzte und Toten Hosen. Toten Hosen haben schon immer einen aufs Maul gegeben, also waren immer schon etwas, immer schon die Härteren, immer schon hart an der Grenze, haben auch mit Songs wie Illusö und Gott, wer ist einmal noch, Willkommen in Deutschland, Sascha, die haben ja hunderte, tausende Songs, die in politische Richtungen gehen. Generell ist die Ärzte eine sehr, sehr politische Band, die Ärzte hingegen eigentlich nicht. Sind zwar punkig, machen zwar richtig gute Laune, das kann man so sagen, aber richtig politisch haben sie wenige Songs, also die mir jetzt so spontan einfallen würden. Ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur Schrei nach Liebe, sonst fällt mir von den Ärzten nur ein, die fette Elke, er kommt vom Land. Ist das noch Punkrock? Genau, ist das noch Punkrock, du bist unrockbar. Lass die Leute reden. Naja, das ist einfach die Lebensweisheit. Also, auch nicht politisch eigentlich. Na gut, man entwickelt sich aber auch, oder? Männer sind Schweine, das ist ja auch nur eine Lebensweisheit. Also, ich finde einfach, dass die Texte, also, keine Ahnung, es ist für mich nicht so politisch wie zum Beispiel die Ärzte, die Tosen, die sich ganz klar nach links bekennen, die, auch ganz klar eine Meinung zu dem und dem und das vertreten, das auch kundtun. Ja, also ich finde einfach, da sind einfach Unterschiede da. Und bei Green Day muss ich zugeben, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich viele Texte verstehe. Da war oft nur die Melodie, die mich begeistert hat. Aber ich glaube, von einzigen politischen Songs, die ich persönlich wahrnehme, ist eigentlich American Idiot. Sonst würde ich gar keinen politischen Song von Green Day kennen. Holiday, When September Ends, sind die politisch? Ich kenne die Texte nicht. Naja, aber wie gesagt... Boulevard of Broken Dreams, weiß ich nicht, klingt schon mal politisch, aber ich weiß es nicht. Ist es politisch? Auf jeden Fall, darf sich denn eine Band zum Beispiel nicht entwickeln in ihrem Dasein? Dass sie zum Beispiel sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit bedeutungslose Texte geschrieben, die eigentlich nichts sagen, und wollen jetzt halt mal Texte mit mehr Charakter, weil wir sind erwachsener geworden. Wäre das kein Argument für euch zu sagen, ich höre die Band... Doch. Wie ich gesagt habe, weil du, Ramona, gesagt hast, du hörst die Band nicht mehr, wenn sie Politik macht. Ja. Also entwickeln ist ja gut und schön. Es ist ja zwangsweise so, dass jede Band entwickelt, aber das dann ins Gesicht klatschen praktisch, das finde ich irgendwie komisch von einer Band. Also übrigens, Three Doors Down hat bei der Amtseinführung von Präsident Trump gespielt, weil wir schon beim Thema sind. Haben dafür relativ viel Kritik erhalten, und es war dann die Aussage, sie haben nicht für den Trump gespielt, sondern für die amerikanischen Truppen. Und sie waren übrigens bereits bei der Amtseinführung von Bush auch auf der Bühne. Oh, war nicht. Okay. Ich finde es grenzwertig. Ich
finde es nicht gut, wenn sich eine Band so politisch äußert in dem Sinne. Ich glaube, Freedom's Down ist jetzt nicht unbedingt eine Band mit politischen Texten und sie dann sagen, ich bin Trump-Unterstützer, finde ich nicht gut. Nee, stimmt schon. Nee, also sowas es geht es nicht darum, weil es der Trump ist, sondern generell. Ja, ja, das ist genau das Gleiche. Ich sag's mal so, wenn jetzt hier, was ist denn hier so eine, wenn jetzt der Ding, was ist denn so eine Band? Nehmen wir mal Benjamin, wie heißt denn da? Breaking Benjamin. Genau, danke schön. Nehmen wir mal, wenn Breaking Benjamin jetzt auf einmal anfängt, bei der Amtseinführung für Angela Merkel. Ja, genau. Nehmen wir mal einfach das. Breaking Benjamin spielt einfach mal bei der Amtseinführung von Angela Merkel. Und das für die deutschen Truppen. Also, glaub doch keine Sau. Das ist doch einfach hier nur ein bisschen Promo. Fändest du es authentischer, wenn die Toten Hosen für Angie spielen, oder? Das wäre sogar ziemlich lustig. So die Toten Hosen für die Angie, da kommen erstmal 1000 gute Gründe. Ja. Es gibt 1000 gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns dann auf einmal kein einziger mehr ein? Ja, das wäre schon lustig. Tja. Ja, nein, aber überlegt euch Hosen. Nein, also das ist kritisch. Ich glaube auch, dass die Ärzte eventuell gespielt hätten, wenn tatsächlich irgendwas mit der Partei passiert wäre, mit die Partei. Weil, wie gesagt, da haben sie ja doch durchaus Kontakt gehabt und da waren ja noch mehr Leute von der Punkrock-Szene drin in ja, die ja, Partei. Ja, die Partei ist an sich eine wirklich sehr tolle Sache, habe ich ja nichts dagegen. Ich finde aber einfach... Ich sag mal so, ich finde ein BLAB ist aber auch nicht so authentisch und muss auch dazu sagen, es ist immer eine gute Promo-Sache. Muss man auch sagen. Ich glaube, also viele geben sich ja nichts darauf, dass sie jetzt halt in der Partei die Partei sind, aber das ist auch geil. Der Partei die Partei, aber das ist schon eine Herausforderung, ne? Ja. Nein, aber die Sache ist einfach, wie ist es jetzt mit Green Day? Also, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Wenn ich jetzt in so einer Band wäre, ich hätte tatsächlich mal was in meinem Leben erreicht, außer unsere 20 Abonnenten. Und unsere 25 Folgen bald. Genau, unsere 25 Folgen, wenn ich außerdem irgendwas erreicht hätte in meinem Leben. Wie es ist, muss ich ja immer selbst ein bisschen reflektieren, wie wäre ich dann? Also, wäre ich dann immer noch der Meinung, das und das ist Sache? Also, hier, ich würde jetzt hier, ich unterstütze zum Beispiel hier, dass ich hier Teenagern, die vielleicht nicht die Kohle dafür haben oder sonstige, einfach mal die Single dann vergünstigt, weil die Idee dahinter ist ja wunderbar, die Idee ist ja wirklich klasse. Also Props an unsere Freunde an UK. Wir grüßen die Queen an der Stelle. Ja, yeah, God Save die Queen. Ich wollte schon sagen God Save America, aber das stimmt ja nicht so ganz. Mhm. Nein, aber die Sache ist ja halt wirklich, wer würde ich jetzt persönlich als, weil Kritik kann man leicht äußern, würde ich jetzt persönlich sagen, hey klar, hier ganz umsonst ist es jetzt nicht. Ein bisschen was wollen wir auch dabei verdienen, aber so für 10 Cent. Weil wenn der Song wirklich auf Platz 1 kommt, dann heißt es schon, also dann wird das schon ordentlich gepusht und ordentlich nochmal gekauft, etc. Die Leute haben doch den Song meistens dann schon. Naja. Aber warte mal kurz, wer legt denn eigentlich die Preise fest? Die Rechte haben wahrscheinlich. Und das wird dann auch wahrscheinlich Green Day selbst gar nicht sein. Eben. Das ist jetzt eine gute Frage, weil größere Bands haben meistens dann schon so diesen Einfluss, dass die auch die Preise festlegen können. Zum Beispiel, wie ist es nochmal, diese eine deutsche Metalcore-Band, die es auch nicht mehr gibt. Das ist eine sehr gute Beschreibung, gibt es ja kaum welche. Nein, die waren relativ bekannt sogar. Irgendwas mit All. Ich schau mal kurz auf meine Festplatte nach. All. Wahrscheinlich all. Genau.
Irgendwie so aus einer Art. Ja, das kommt auf jeden Fall sehr realistisch hin. Ich glaube, genauso haben sie auch gesungen. Nee, ja, dann lasst uns mal noch einen kleinen Überschwenker zu meinem kurzen Thema über Green Day machen, weil wir quatschen echt länger, als ich gedacht habe über das Thema. Ich find, du hast damit angefangen. Ja, ich weiß. Du hast angefangen mit dem Thema, weil meins. Halt, ich bin gerücht, das kann gar nicht sein. Also ich hatte ja vor ein paar Monaten oder vor ein paar Folgen sogar tatsächlich wahrscheinlich schon mal was gesagt, aber ich hatte ja erwähnt, dass es einen Trade zwischen NoFX und Green Day gab, in dem angeblich Mike Dirnt, der Gitarrist, mit den zwei Leuten von NoFX, Al Heff und Melvin, getauscht wurde, was natürlich irgendwie komisch geklungen hat, aber auch nicht passiert ist. Doch, der Billy hat gesagt, Green Day reicht mir nicht, ich will ein Nebenprojekt machen und hat dann die Band Longshot ins Leben gerufen und die orientiert sich mehr so, sag ich mal, an einem Sound, den die Ramones gespielt haben und sag ich mal, wird dann tatsächlich mehr punkischer als poppischer. Und ich finde erst die Idee dahinter gar nicht schlecht und den Sound erst auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ihr habt ja auch mal nicht reingehört. Was ist denn eure Meinung zu dem Schritt vom Billy? Die Dame zuerst. ja, schweigen. Na, also ich find's ganz gut. Ganz gut. Ja, ich find's gut. Lügenpresse! Was? Lügenpresse! Mensch, Mann. Auf die Fresse. Heißt das? nein. Echt, du findest es ganz gut. Ich find's ja, ganz gut. Also mir gefällt's. Ich find's auch nicht schlecht. Es ist halt was anderes und es wird halt mehr als. Wird er wieder punkiger werden wollen. Und vor allem, du musst dir vorstellen, die haben ja auch Überraschungskonzerte damit gespielt, wo, na gut, das haben wir einfach mal, andere Bands gespielt haben und die haben sich noch dazugesessen und dann hat einfach noch ein Konzert zwischenzeitlich gespielt. Da haben wir jetzt erst ein Album, also kann das Konzert auch nicht so lange gedauert haben. Das finde ich halt so von der prinzipiellen Reihen... Die werden keine Stunde gespielt haben. Das waren auf jeden Fall unangekündigte Konzerte und nichts mit Natur, sondern sie waren einfach irgendwo hingegangen, gecrashed und gespielt quasi. Oh, der Billy ist wohl in der Midlife-Crisis angelangt. Tja, der säuft den ganzen Tag jetzt, ne? Wahrscheinlich. Ja, mir persönlich taugt es nicht. Ich weiß es nicht. Ist einfach nicht meins. Du hast auch immer gesagt, du magst den Ramones-Stil und in die Richtung geht ja wirklich Longshot. Ja, aber es ist einfach nicht meins. Sorry. Das ist keine Ahnung, was da fehlt. Es fehlt einfach was. Es ist nicht meins, sorry. Ist dir der Billy unsympathisch, nachdem wir jetzt zweites Mal über ihn reden? Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so ein Fan von... Also klar, Billy, ich bin nicht so sympathisch. Also nicht so sympathisch. Eigentlich so die größte Sympathie für Billy. Ich muss ehrlich sagen, ich war von Green Day mochte ich auch nur American Idiot. Andere Alben mochte ich gar nicht. Auch nicht das um Dookie rum? Nein. Hast du Dookie war ein cooler Song, aber das ganze Album war halt keine Ahnung. Was fehlt denn, sag einfach doch mal anders, was fehlt denn dir an Green Day? Ich weiß es nicht, es taugt mir einfach nicht. Ich bin dann doch eher mehr etwas härter. So. Klar, Ramones ist halt cool, aber es sind halt Ramones. Zeigt mir eine Coverband von der Ramones oder irgendeine andere Band, die irgendwie in die Richtung geht. Nein. Ramones gefällt mir einfach deswegen, weil Ramones einfach so chillig ist. Aber das war's auch schon. Zum Beispiel, es gibt ja auch eine sehr, sehr gute Band aus Kanada, die nennt sich Minority 905. Das klingt genau wie Green Day, also ein richtiges Green Day-Imitat eigentlich. Aber es taugt mir nicht. Na gut, es taugt ja auch Green Day nicht, das wird auch Imitat wahrscheinlich ja, nichts bringen. Ja, und ja, ich weiß nicht, mir taugt die Stimme vom Billy nicht so, auch gut auf American Idiot, was ist halt ziemlich geil umgesetzt mit When September Ends, Boulevard of Broken Dreams, Jimmy irgendwas und so weiter, da. Das sind schon gute Songs. Also, das Album höre ich immer noch, aber an sich. Jetzt sagst du es. Der Rest ist gar nicht. Und auch das neue Longshot taugt mir einfach nicht. Ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht begründen, es taugt mir einfach nicht. Aber momentan, muss ich dazu gestehen, gehe ich eh wieder in die Richtung
ich höre wieder sehr viel Metalcore und sehr viel Hardcore-Punk. Also momentan ist es eh wieder ein bisschen was anderes. Momentan ist auch wieder Offspring, die alten Sachen wieder ganz viel bei mir drin und ja, Blink, auch ein paar alte Sachen. Und Sum 41 sowieso nie vergessen, aber auch wieder ganz viel Nearer, Caliban, Hollywood Undead. Also wieder, also momentan ist wieder sehr, sehr viel härtere Sachen dabei. Vielleicht, wenn du mich nochmal in einem halben Jahr fragst, vielleicht taugt es mir dann. Ich habe letztens auch eine richtig gute Band gesehen. Muss ich kurz wieder schauen, wie die heißt. Einen kleinen Moment bitte. Wir suchen den ganzen Podcast irgendwelche Bands für Hansi, wie wir merken. Ja, wir sind aber vorbereitet, glaubt uns das. Ja, als ob. Nee, aber wenn du... Wir sind wie das Universum bedacht, das größtmögliche Chaos zu erreichen. Also ich finde, wir verbessern uns so jede Folge. Naja. Ah, warte, da muss ich noch das irgendwie entziffern können. Ja, mach dir mal ein bisschen Gedanken. Ich will noch kurz was sagen. Genau, Settle Your Score heißt die Band. Oder Settle Your Scores heißt die Band. Das ist zum Beispiel eine Modern Pop-Punk-Band, die mir wirklich sehr gut gefällt. Also kann ich euch nur empfehlen. Settle Your Scores. Fällt mir sehr gut. Kenn ich tatsächlich vom Namen her. Aber was ich noch gerade reinschmeißen wollte, du hast Blink 182 gesagt, soweit ich weiß, sind die auch wieder im Album. Genau. Sind die wieder an einem Album dran? Und das klingt eigentlich recht interessant, weil ich habe schon letztes Mal gesagt, ich hätte schon wieder Bock auf ein Blink-Album, wenn sie was machen. Warum nicht? Ja, aber dann musst du trotzdem noch mal ein Jahr warten, weil dann kommt das Deluxe-Album raus. Ja gut, das ist, naja, nee. Deluxe-Alben kommen ja immer noch mit tollen Zusatzliedern und allem drum und dran. Ja, zwei oder drei, Respekt, da haben sich die Leute mir nie gegeben, die auch nicht davor schon fertig waren. Naja. Nein, keine Ahnung, ich hasse Deluxe-Alben, ich finde das einfach eine Ausbeutung an sich. Naja. Vor allem, wenn man, ich bin wirklich ein Mensch, der kauft sich gerne, ich kaufe mir wirklich gerne Alben, ich habe irgendwie irgendwas mit 500 CDs rumliegen. Ich kaufe mir das Zeug wirklich lieben gerne. Und dann kaufst du dieses Album, bestellst es dir vor, freust dich schon mega drauf. Da kommt nur so eine scheiß Papierfolie, wo die CD drin ist, während da unbekannte Bands da teilweise Boxen mit Wackelkopf etc. reinhauen. Und dann ein Jahr später, ach, wir haben ein Deluxe-Album mit drei noch vollkommen unveröffentlichten Songs. Warum soll ich mir dann die Scheiße noch kaufen? Dass du es am ersten Tag schon hast. Und du kannst ja auf Spotify hören, die Deluxe-Alben. Ja, das ist schon klar. Aber meine Gott, wenn ich es am ersten Tag haben will, dann lade ich mir das illegal drei Wochen vorher runter. Du musst es noch nicht mehr illegal machen. Du kannst auch einfach bei Amazon vorbestellen und dann hast du einen MP3-Download mit dabei. Ja, und dann habe ich einfach nur so eine scheiß Papierfolie mit der CD. Also ohne Witz, ich war von diesem California-Album einfach nur von diesem Umfang so enttäuscht, weil ich einfach von unbekannten Bands voll verwöhnt worden bin. Also wenn ich das vorbestellt habe, war ein Shirt dabei, war Patches dabei, war eine Fahne mit dabei. Bei einer war sogar ein Dildo mit dabei. Ich weiß nicht, für was ich ein Dildo brauche, aber der war mit dabei. Du weißt ganz genau, für was du es brauchst. Oh, ja, Baby. Nein, und dann kommt einfach so eine wirklich millionenschwere Band wie Blink 182, die sind millionenschwer, da kannst du mir erzählen, was du willst. Und dann, ja, Papierhülle und CD reicht ja. Die Leute kommen so digital. Ja. Bei einer Band waren sogar Actionfiguren von den Mitgliedern dabei. Actionfiguren. Naja, es kommt halt immer drauf an, wo man es bestellt auch. Es kommt auch auf den Preis an. Ich weiß nicht, wie viel du für die Alben bezahlst gegenüber den von deinen unbekannten Bands. Weil ich kann ja auch sagen, ja, ich habe das von Donuts und so weiter, diesen jenes, und das war halt natürlich dann doch deutlich teurer, als wenn ich jetzt nur eine normale CD von Blink so kaufe. Ich habe damals, also ich weiß noch, bei der einen Band, ich habe die letzten Tage sehr viel getrunken, mein Hirn arbeitet bei ihm noch nicht so gut. Ich habe die letzten Tage schon irgendwie, letzten Tage sag ich wieder. Also Blink hat, also das Album hat 20 Euro gekostet und Blink hat, glaube ich, 18 Euro gekostet. Eine normale Hülle wäre nicht zu viel verlangt, aber so eine Papierscheiße. Ja, das ist halt mittlerweile modern. Kann man besser designen. No Booklet und so. Oh Mann. Wie stehst du aber dazu, Ramona? Ja, du musst ja kurz mal einhaken. Ja, siehst du. Bitte?
wie ich dazu stehe. Ja, hau raus. Ich kaufe generell keine Deluxe-Alben, außer eins habe. Und zwar Papa Roach, Crooked Teeth. Da haben wir richtig verarscht gefühlt. Der normalen Version sind nämlich, glaube ich, 11 Songs drauf oder 12. Dann gibt es einen Cut. Bei der Deluxe-Version sind dann noch irgendwie 3 normale Songs und dann eine Live-CD. Auf die Live-CD hätte ich geschissen und ja. Ich wollte aber unbedingt die 3 Songs haben und die sind auf der normalen Version nicht drauf. Ah, da ist wenigstens eine Live-CD dabei. Bei dem Blink Deluxe ja, war eine Live-CD. Wer hört eine Live-CD? Ich unter anderem auch. Genau. Vor allem, wenn ich davor noch auf den Konzerten war, höre ich mir die sehr gerne an. Sonderschule macht ja Akustikalbum live. Ha. Also. Aber nein, du hast ja recht. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt eine Preissache auch, wie gesagt. Es ist halt mittlerweile modern, halt kleinere Verpackungen aus Papier zu haben, statt das klassische Plastik-Scheißding, weil man will ja auch den grünen Daumen wehren. Weißt du, keine Umweltverschmutzung mehr. Die Umwelt muss geschützt werden. Glaubst du dir den Scheiß selber? Hey, ohne Witz, klar, Papieren, okay, gut, wenn man sagt, wir wollen die grünen Daumen schützen, gar kein Problem. Aber dann macht wenigstens so richtig geile Sets, die man aufklappen kann. Ich habe ein Album von Blind Guardian, wenn du das aufklappst, dann schaust du in eine Art Burg rein. Wie gesagt. Das ist auch aus Papier. Warum? Glaubst du den Scheiß selber? Es geht nur darum, einfach nur so billig wie es geht, irgendwas rauszuholen und maximalen Profit davon zu schlagen. In jeder anderen Genre ist das okay, aber nicht in der Punk-Szene. Ja. Ich finde das nicht okay, vor allem, wenn es einfach immer noch, was ich übrigens sehr supporte an alle Veranstalter, die vielleicht das zuhören, wäre wirklich cool, dass ihr sowas macht, 99-Cent-Konzerte. Also es sind Konzerte, da gehst du hin und zahlst 99 Cent. Das gibt's, es gibt auch durchaus kostenlose Konzerte. Ja, auch kostenlose Konzerte, wirklich an alle Veranstalter. Finde ich echt cool, dass ihr noch sowas macht, aber weißt, das andere, hier, so diese Papierscheiße da. Egal, ob das Sum 41 ist, obwohl bei Sum 41 genau dasselbe Scheiß eigentlich. Egal, ob Sum 41 ist, egal, ob das Green Day ist, egal, ob das Blink ist, es ist einfach nur Dreck, es ist einfach nur Beschiss des Fans. Genau. Nee, andere wollen vielleicht aber auch gar nicht so viel Platz wegnehmen für Alben, sondern wollen es einfach nur irgendwo hinlegen, damit es verstaut ist. Dafür gibt's Downloads, Mann! Und dann kannst du dir auch so eine coole 50 CD-Rohlinge-Stange holen und dann kannst du dir alle deine Alben da drauf brennen, wenn du immer noch über CD hören willst. Und du brauchst du keine Papierscheiße. Aber damit supportest du doch die Band nicht. Doch, dann kaufst du dir den Song halt online. Mittlerweile ist es doch digital möglich und dann ist es doch okay. Aber es ist einfach nur richtiger Beschiss, wenn es wenigstens dann aufgebaut wäre, wie als wäre es ein Album. Also, wie als wäre es eine Platte. Wie als wäre es eine Platte, du bekommst so eine Hülle mit einem schönen Buckel dazu. Nein, es ist einfach nur eine scheiß Papierhülle, dies ohne Witz, wenn du die bestellst, kosten die vielleicht 15 Cent mit Druck. Okay, 20 Cent mit Druck. 20 Cent kostet eigentlich so eine scheiß Dreckshülle. Ja, du musst bedenken, damals war es ja nur in so Papierhüllen und dann ist das wahrscheinlich jetzt kommen. Und klein geht das ja auch. Ja, aber da war wenigstens was dabei, Mensch. Ein Album konntest du aufschlagen, wenn du eine Platte hast, konntest du aufschlagen. Du konntest sogar das Booklet lesen in einer halbwegs guten Schriftgröße. Ich meine jetzt ganz die fetten Schallplatten von früher, dass die das Vorbild für diese Papierdinger sind. Als ob. Ey, sinnvoll wär's. Die von der reinen Logik her. Grund. Ja, aber es wäre halt meiner Meinung nach das die Idee dahinter gewesen, dass man sagt, oh, wir hätten die Dinger und wir wollen Kosten sparen, deswegen so. Ah, mhm. Oh, na. Hey, Phil, ich glaube, wir sollten das jetzt hier beenden, bevor du dich jetzt hier noch weiter blamierst mit deiner Naivität. Ich bin nicht Navi. Ja. Ich bin nicht naiv. Ich hab dir doch, ich hab doch gesagt, dass. Navi. Ich hab doch gesagt. Ihr seid alles Penner. Ihr solltet euch lieber freuen, dass ich zurück bin.
yes, yes. Gott. Okay. Nein, das sind wirklich nur Kostengründe. Weißt, wenn es halt so kleine Bands machen, wenn du auf dem Konzert bist und dann verteilen die da ihre CDs in so Papieren, das ist ja voll okay. Finde ich okay, finde ich gut. Da kann man auch gerne so 2 Euro mehr da lassen. Die finanzieren sich selber, aber Blink bei allem Respekt, es geht nur um Kostengründe und ja, aber du weißt. Einen CD-Verkauf kann man nur ankurbeln, wenn noch was dabei ist. Und dann nehme ich einfach mal gerne die Hip-Hop. Die Hip-Hop-Genre in Schutz. Da ja, machen sich die Musiker wirklich Gedanken drum. Und zwar wirklich die Musiker, wie sie den Fans etwas Gutes tun können. Zum einen Preis, wo sie zwar ein bisschen was verdienen, ganz klar, kostenlos geht nichts. Lisa, die Papierdinger machen sie ja nur, dass du sie vielleicht auch relativ billig noch kaufen kannst. Weil. Ich glaube, wir sollten es hier wirklich Schluss machen, weil. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir verabschieden uns und ciao, ciao. Servus, ciao, liked uns, abonniert uns, etc.